Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast, der Fernsehsendung der Neuen Zürcher Zeitung, wie immer gemeinsam mit meinem Kollegen Marco Färber. Seit bald 6 Jahren lebt die Welt in einer Art Krisenmodus. Wir diagnostizieren Krisen allüberall, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft. Vieles, was bisher als sicher galt, scheint in Frage gestellt, überall zeigen sich Brüche. Das verunsichert und wirft Fragen auf. Wohin bewegt sich unsere Gesellschaft? Wie gefährdet ist ihr Zusammenhalt? Welchen Stellenwert haben noch Begriffe wie Solidarität, Verantwortung und Bürgersinn? Einer, der sich intensiv mit solchen Fragen beschäftigt, ist der Philosoph, Schriftsteller und Professor Peter Sloterdijk. Er ist heute unser Gast. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Sloterdijk, bei NZZ Standpunkte. Professor Sloterdijk, Marco Färber hat es gesagt, wir leben in einer Zeit kollektiver Verunsicherung. Was können Sie als Philosophe uns helfen, dass wir wieder Orientierung finden? In einer Situation wie der heutigen erzählt man große Geschichten, in denen sich die Verunsicherten wiederfinden können. Mit anderen Worten, man muss eigentlich eine Geschichte der Verunsicherung erzählen. Und die Frage ist nur, ob wir dabei ein kurzes Objektiv wählen oder eine Weitwinkelperspektive. Es gehört zu den Berufskrankheiten der Philosophen, dass sie für die Weitwinkelperspektiven votieren und daher etwas längere und breitere Geschichten erzählen. Das Resultat daraus ist, dass man wahrscheinlich mit der Französischen Revolution anfangen muss und nicht mit dem Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers. Heißt das, dass wir, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, im Prinzip unsere jetzige Verunsicherung in den größeren Kontext stellen müssten und eben eigentlich weggehen müssten von dieser Kurzfristigkeit, von diesem Detailversessenheit? Es geht uns jetzt gerade besonders schlecht und eigentlich nicht in die Längerfristigkeit. Ich glaube, das ist in der Tat so. Also wer heute Orientierung sucht, muss den großen Zusammenhang vergegenwärtigen und der lässt sich nur unter Verwendung des Ausdrucks Revolution darstellen. Wir leben seit dem 18. Jahrhundert in einer Art von permanenter Revolution. Diesen Ausdruck hat Leo Trotzki in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts geprägt, um seine Kritik an der Politik Stalins zum Ausdruck zu bringen, von der er glaubte, sie führe zur Erstarrung der Revolution statt zu einer Freisetzung der revolutionären Kräfte. Aber im 18. Jahrhundert fängt dieses revolutionäre Unruhegeschehen, das chronisch geworden ist, eigentlich an. Und die Historiker haben uns ja es nahegelegt, den Begriff Revolution, der eigentlich zuerst aus der Astronomie kam, denken Sie an Kopernikus, dann auf die politische Sphäre angewendet worden ist, auch auf die Wirtschaftsgeschichte und auf die Technikgeschichte insbesondere zu beziehen. Deswegen sprechen wir auch von industrieller Revolution. Also wir leben seit 200 Jahren, 250 Jahren im Grunde genommen, die Dampfmaschine war das erste Emblem, in einer Zeit permanenter technischer Revolution. Das ist das eine. Und wir leben auch in einer Zeit von immer wieder ansetzenden politischen Revolutionen. Und diese Doppelung, ja, dass politische Revolution plus technische Revolution sich auch in einer Art psychologischer Revolution niederschlägt, mit der Tatsache haben wir es heute zu tun. Und wenn die Menschen unglücklich sind, dann hat es damit zu tun, dass es uns heute nicht gelingt, eine überzeugende Romantik zu erzeugen. Das ist nämlich das, was damals geschehen ist in der napoleonischen Ära, als die Menschen wieder Sicherheit suchten, wenn sie wieder Ruhe haben wollten, haben sie romantisch investiert. Und wir sehen zwar dieselben Tendenzen, die Menschen wollen auch heute romantisch investieren, aber es gelingt nicht mehr mit derselben durchschlagenden Wirkung, wie es in der damaligen Kultur noch möglich war. Darf ich noch ganz, wir werden das vertiefen, wir werden da sicher noch zurückkommen. Ich möchte noch nur als kurz zum Stellenwert von Philosophie. Das heißt jetzt viel Verunsicherung, Philosophie versucht auch Orientierungshilfe zu geben. Die Zeiten stünden eigentlich gut für den Philosophen heute. Ja, es gibt zwei Berufszweige, oder drei genauer gesagt, die immer prosperieren, wenn es den Menschen schlecht geht. Von Alters her ist es die Philosophie.
Daneben hat die Religion immer eine Hochkonjunktur, wenn die Gesellschaft in der Krise ist. Es gibt das schöne Sprichwort, man's calamities are God's opportunity. Also wenn die Menschen sozusagen bis hierher unter Wasser stehen, dann hat Gott erst seine Chance, nicht wahr? Und ich denke, und der dritte Beruf, das sind die Soziologen. Die sind eigentlich auch mit ihren kleinen Brüdern, wenn man so will, den Journalisten, die sozusagen die Soziologie des Tages betreiben, die prosperieren auch immer in der Krise. Die Frage ist, deswegen soll man sich eigentlich vor Philosophen, Theologen und Soziologen hüten, wie man so gut man kann. Denn das sind die Leute, die diese schreckliche Fähigkeit haben, sich in der Krise wohlzufühlen. Die Frage ist dann ja, werden Sie auch gehört? Sie sagen, man sollte sich vor Ihnen hüten. Das heißt, werden Sie auch gehört? Dort, wo eigentlich dann solche Leute gehört werden müssten, Politik, Wirtschaft und so, findet die Philosophie das angemessene Gehör? Nein. Im Großen und Ganzen ist zwischen der Philosophie als Schuldisziplin sowieso, aber auch als freier Beratungstätigkeit, also im Sinne des Weltbegriffes von Philosophie, von dem Immanuel Kant um 1800 herum gesprochen hat, ist zwischen diesen beiden Sphären, der Welt der Macht und der Welt des Geistes, ist eigentlich der Faden nach wie vor durchschnitten. Das ist eine Situation, die eigentlich seit 2000 Jahren so besteht, im Grunde genommen seit die Philosophie entstanden war. Es gab Denker im 20. Jahrhundert, die gesagt haben, die Geschichte der Philosophie ist eigentlich beendet, das Wissen hat sich in sich selbst abgerundet und der Antagonismus von Geist und Macht ist damit zu Ende gekommen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Diagnose zutreffend ist. Nach meiner Erfahrung gibt es diesen Antagonismus immer noch und im Großen und Ganzen ist die Sphäre der Macht, um dieses schöne neue Wort zu verwenden, beratungsresistent. Aber auf der anderen Seite ist auch die Philosophie ihrerseits eher ratlos, nicht? Und wenn nun ein Ratloser mit einem Beratungsresistenten zusammentrifft, sind die Prognosen nicht sehr günstig. Jetzt haben Sie vorhin ja aber von der Revolution gesprochen oder vom revolutionären Dauerzustand oder von diesem Kontinuität seit 200 Jahren. Man könnte jetzt noch nicht provokativ fragen, ja, möglicherweise braucht es zuerst die Revolution, um diese Beratungsresistenz aufzubrechen bei der sogenannten Macht. Wir können ja vielleicht nachher noch darüber sprechen, was wir genau darunter verstehen. Die Frage ist für mich ein bisschen, wie weit ist diese Beratungsresistenz heute eigentlich noch ein Faktum? Also, oder bricht da auch was auf? Sieht der Philosoph Sloterdijk da trotz allem eine gewisse Bewegung? Wenn man an die jüngsten Ereignisse denkt, hat man ja schon den Eindruck, dass da sich was entwickelt. Es entwickelt sich das Bewusstsein von Ratlosigkeit auch bei denen, die bisher Orientierungsgewissheit vorgetäuscht haben von Berufswegen. Nicht? Also die politische Klasse ist heute unsicherer denn je. Das kann man übrigens auch auf indirekten Wegen rekonstruieren. Denn wenn man die Budgets der Ministerien etwa in Deutschland ansieht, fällt auf, dass es immer nennenswertere Positionen gibt für hinzugekauften Sachverstand, der offenbar in den Ministerien selber nicht da ist. Also mit anderen Worten, die Ministerien kaufen Rat. Nur diese Ratbieter oder Ratgeber haben in der Regel kein philosophisches Mandat, kein soziales Mandat, sondern das sind Beratungsunternehmer. Das heißt, die melden sich selber freiwillig und machen aus dem Ratgeben ein Geschäftsmodell. Und bis zur Stunde weiß man nicht, ob die Informationen, die durch diese Kanäle fließen, diejenigen sind, die Welt im Ganzen brauchen kann. Stellt sich einfach die Frage, wie weit ist es auch ein Teil der Realität, dass die Kurzfristigkeit, also die kurzfristige Problemlösung eben sehr entscheidend ist und der Philosophe, wie Sie es ganz zu Anfang gesagt haben, natürlich dazu neigt, das Weitwinkel
objektiv zu benutzen. Das heißt, nicht direkt eigentlich auf das Problem lossteuert, sondern das Problem eher in einen Kontext stellen. Ja, aber die Kontextuierung ist selber eigentlich ein Teil der Beratung oder ein Teil der Therapie. Denn ich glaube, dass all diejenigen, die immer nur in der Problemlösungshektik agieren, doch selber dazu tendieren, ein Teil des Problems zu werden. Nicht? Und wir haben es heute weltweit mit einer Form von Politik zu tun, die den Menschen kein Vertrauen einflößt, weil man das Gefühl hat, die Problemlöser lösen die Probleme eigentlich nicht wirklich, sondern sie verschleiern sie oder vertagen sie. Ja, es gibt heute gar keine Gestaltungsregierung mehr, sondern es gibt eigentlich nur eine Art Notstandsregierung oder eine Problemlösungsregierung, die hinter den Problemen herregiert. Und der Eindruck entsteht dabei, bei einem sehr, sehr breiten Publikum, dass man schon froh sein muss, wenn der Status quo in irgendeiner Weise gewahrt wird und wenn der Berg der Probleme, der Folgelasten, die durch diese fortlaufenden Revolutionen sich anhäufen, nicht noch weiter wächst, so dass er uns über den Kopf geht. Schauen wir jetzt diese Welt noch einmal etwas konkreter auf diese Welt. Ich habe zu Beginn der Sendung so die Gefühle angesprochen, die sehr viele Menschen heute haben. Die Welt lebt im Krisenmodus. Viele würden es wahrscheinlich noch pointierter, zugespitzter ausdrücken. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Wenn Sie eben die Perspektive des großen Ganzen nehmen, ist das eine richtige Diagnose des heutigen Weltzustandes aus den Fugen? Ja. Sie spielen mit Sicherheit an auf das berühmte Hamlet-Wort. Ja. The time is out of joint. Die Zeit ist aus den Fugen. Das will in seinem Fall heißen, das Verhältnis von Eltern und Kindern ist selbst in den Königsfamilien bis in die Tiefe zerrüttet. Denn wenn die eigene Mutter mit dem Mörder des eigenen Vaters eine Ehe eingeht, was heißt es denn dann noch, ein Sohn zu sein, also ein Nachkomme zu sein? Und die meisten Menschen sind heute irgendwie nolens volens in die Hamlet-Position geraten. Sie wissen nicht mehr, wie man sich anstellt, um Lebenskünste oder Normen, Lebensweisen von früher so zu erben, dass man sie erfolgreich fortsetzen kann. Also alle sind heute zur Improvisation verurteilt. Ich glaube auch, dass das Wort von der permanenten Revolution, das auf Trotzki zurückgeht, heute im kollektiven Lebensgefühl der Menschen übertroffen wird durch eine andere Formel, nämlich die permanente Improvisation. Nicht? Also das war ein schöner Begriff, solange Musiker ihn benutzt haben. Aber wenn es zum Grundbegriff der Politik wird, dann wird einem unheimlich zumute. Und das ist etwas qualitativ Neues, das unsere Zeit auszeichnet. Ja, ich glaube schon, das Gefühl, dass die Welt selber irgendwie in einer zuständlichen Form schwingt und um eine Mitte herum irgendwie auf berechenbare Weise oszilliert. Dieses Gefühl ist nicht mehr da. Nicht? Aber der Erste, der genau mit diesen Diagnosen den neuen Weltzustand beschrieben hat, war Karl Marx, der zusammen mit Friedrich Engels in dem Kommunistischen Manifest im Februar 1848 diesen epochalen Satz formuliert hat, dass wir in einer Zeit leben, in der alles Ständische und Stehende verdampft. Das bezog sich damals auf die Feudalgesellschaft und auf die aristokratische Tradition. Das verdampft alles, die Federbüsche der alten Aristokratie sind inzwischen den alten Herren von den Köpfen gerissen worden. Und die Menschen sind gezwungen, ihre Beziehungen nüchtern, also pragmatisch und das heißt in wirtschaftlichen Ausdrücken anzusehen. Das war seine Idee. Aber ich denke, der Satz von ihm ist noch viel prophetischer, denn inzwischen ist noch mehr verdampft als das, was er hat verschwinden sehen. Aber wo sehen Sie denn konkret in der heutigen Zeit jetzt dieses Revolutionäre? Ich verstehe, dass man sagt, im 19. Jahrhundert, da gab es das Aufbegehren des Bürgertums, das Schleifen der Aristokratie, die industrielle Revolution.
Was ist das denn heute? Was wird geschliffen momentan? Oder wogegen richtet sich das Revolutionäre? Weil das ist ja letztlich doch der Treiber. Man schafft etwas ab oder man zerstört etwas, um etwas Neues aufzubauen. Also ich glaube, die Hauptdiagnose wäre wohl die, dass man sagt, wir beobachten eine sich immer weiter beschleunigende Revolution in der Sphäre der Kommunikationstechnologien. Ja, die Menschen sind eigentlich nicht darauf vorbereitet gewesen, aus der Welt herauszutreten, in der 90% aller Kommunikationen, die geschehen, noch Fass und von Auge in Auge stattgefunden haben. Nicht? Wir sind ja so von der Natur her so entwickelt worden, dass wir Hörende und Sehende Geschöpfe sind. Und schon vor 3.000, 4.000 Jahren, als die Schrift erfunden wurde, ja, kam ja eine tiefe Krise über die Menschheit, weil plötzlich die lesefähigen Individuen von den nicht lesefähigen Individuen fast durch eine Art anthropologische Differenz getrennt worden sind. Ja, also wer lesen konnte, war damals fast Angehöriger einer anderen Spezies. Ja, und das ist erst seit 200 Jahren mit der allgemeinen Alphabetisierung relativiert worden. Jetzt haben wir zwar eine allgemein alphabetisierte Menschheit und der Buchdruck und all diese Dinge, die mit der Aufklärung gekommen sind, haben die Extreme wieder einander angenähert. Das heißt, sie haben das Gespräch zwischen den Menschen wieder auf eine viel breitere Basis gestellt, aber inzwischen erleben wir, dass die Zentraltechnologie des Aufklärungszeitalters, der Buchdruck, notleidend wird. Deswegen liest man jeden Tag Katastrophenmeldungen von der Front sozusagen der alten Medien. Ich glaube, da ist heute die meiste Bewegung. Neue Medien nehmen den alten Medien große Teile ihrer Machtgebiete von einst ab. Und das löst eine sehr, sehr tiefe Beunruhigung aus. Das kann man nur vergleichen mit dem Zeitalter, als die gedruckte Bibel plötzlich in die Hände von jedermann kam. Und heute ist ein Journalist aus dem Printzeitalter, ja, fast in der Position des katholischen Klerus des 15. Jahrhunderts, die plötzlich mit diesen Druckerzeugnissen der Protestanten konfrontiert sind, die damals das neue Medium darstellten, nicht? Und wir heute alle, wir noch Menschen des Buchstabens sind heute konfrontiert mit dieser ungeheuren Welle der elektronischen Kommunikationen. Die uns im Moment überfordert, verstehe ich das richtig? Ich würde sagen, sie bereichert. Aber sie bereichert so sehr, dass auch eine Überforderung daraus. Jetzt ist ja die Frage, erwächst. Sie haben den Buchdruck erwähnt, die Schrift damals, den Buchdruck, an das hat sich gewissermaßen die Menschheit gewöhnt. Mit diesem Tempo hat sie leben gelernt. Ja. Man kann sich ja fragen, lernen wir auch mit dem Tempo leben, das wir im Moment als Überforderung empfinden? Das ist die Frage, die wir eigentlich heute an die Zukunft stellen müssen. Nicht? Es kann einem dabei ein wenig unheimlich zumute sein, wenn man sich daran erinnert, welche Krisen die Buchdruckgesellschaften zu durchlaufen hatten. Nicht? Denn die Zeit von Gutenberg bis Bill Gates war ja keine gemütliche Ära. Nicht? Sie hatte zwar gemütliche Episoden, vor allem in der nachnapoleonischen Zeit, im 19. Jahrhundert, gab es ja einmal so eine quasi idyllische Periode, die man im Rückblick nostalgisch das bürgerliche Zeitalter nennt. Man zitiert gerne so ein idyllisches Druckerzeugnis wie die Gartenlaube. Nicht? Also als ein Leitfossil dieser Zeit. Das heißt, die Menschen lesen solche Hausväterzeitschriften und Hausmütterliteratur und bilden sich zum letzten Mal ein, dass man in ein Zeitalter der Sicherheit zurückgekehrt sei. Den Begriff hat übrigens Stefan Zweig in seiner Erinnerungsschrift Die Welt von gestern benutzt, das Zeitalter der Sekurität. Das war sein Blick auf die Zeit vor 1918. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen
die vielleicht in 10, 20 Jahren Erinnerungen schreiben werden, ähnliche Empfindungen auf unsere Zeit zurückprojizieren werden. Denn da läuft ein Zeitalter der Sekurität aus. Ich glaube, das ist auch ein Schweizer Thema, weil das Land ja wie eine Insel der Seligen inmitten Europas platziert war und vermutlich auch bei kommenden Konflikten zwischen der Peripherie und dem deutsch-französischen Zentrum, das lässt sich ja heute schon einen Finger in einer Hand abzählen, dass das binnen weniger Jahre sehr unangenehme Zuspitzungen erzeugen wird, die auch in diesen kommenden Auseinandersetzungen wahrscheinlich so etwas wie ein Zufluchtsort sein wird. Ich hoffe nur nicht, dass es so ist wie während des Ersten Weltkrieges, dass man in Zürich einen neuen Dadaismus produzieren muss, der dann sozusagen als Dada 2.0 die verrückten Weltverhältnisse von dann widerspiegeln wird. Das war jetzt der Weitwinkelblick. Jetzt gehen wir aber trotzdem, ich möchte trotzdem ein bisschen schärfen jetzt auf das Data. Wenn man wahrscheinlich jetzt Menschen auf der Straße befragen würde, was quält sie derzeit, dann wären das vermutlich ja nicht diese Stichworte, die fallen würden, sondern ganz konkret, ich mache mir Sorgen um meine Arbeitsstelle, ich mache mir Sorgen um den Euro, trifft auch die Schweiz indirekt, ich mache mir Sorgen um den Zusammenhalt Europas, die sich verschärfenden Antagonismen zwischen den einzelnen Mitgliedsländern. Also ganz konkret auch, ich sage jetzt mal, wirtschaftliche, sachliche Gründe, die eigentlich die Leute beunruhigen. Sind das irrelevante Themen aus Sicht des Philosophen? Oder sind sie letztlich eben Teil dieser beschleunigten Wahn oder dieses beschleunigten Revolutionären, wie Sie es bezeichnen, die wir da spüren jetzt gerade? Ja, ich denke, all die Dinge, die Sie eben ansprechen, sind die inneren Spuren der permanenten Revolution, die sich eben nicht auf den Geltungsbereich kommunistische oder sozialistische Programme beschränkt hat. Nicht? Das ist ja sozusagen die Blickverengung der trotzkistischen Tradition. Der Begriff permanente Revolution ist nicht auf dem Boden der Sowjetunion verwirklicht worden, sondern ironischerweise überall sonst, wo die Gegner des Kommunismus und des Sozialismus freies Feld hatten. Ja, und insbesondere die unerschöpfliche Erfindungskraft der modernen Technik, ja, treibt ja die ganze gesellschaftliche Entwicklung fast blind vor sich her, weil wir ja an diesen Entwicklungen nicht direkt teilhaben, sondern immer nur auf der Benutzerebene auf sie antworten können. Wenn die Dinge da sind, werden wir die sein, die sie A, wegen ihrem hohen Gebrauchswert in die Hand nehmen und die aber auch wegen ihrer inneren Tücken hin und wieder an ihnen verzweifeln. Nicht? Denken Sie an das Automobil, das war vor 100 Jahren noch nicht da. Heute ist es eingemeindet worden. Die Menschheit hat sich daran gewöhnt, dass dieses Objekt unter ihnen lebt. Keiner möchte mehr auf es verzichten. Nur wenige sind bereit, darauf zu verzichten. Es sterben jedes Jahr 1,5 Millionen Menschen an Verkehrsunfällen. Nicht mehr so sehr bei uns in Mitteleuropa, wo die Verkehrsaufklärung große Fortschritte gemacht hat. Aber überall sonst, wo die Raser noch freie Bahn haben, ist ein permanentes Massaker im Gang. Man hat es aber auch integriert. Und wir haben jetzt neue Technologien geschaffen, die ebenfalls integriert werden müssen. Und wir wissen noch nicht, wie Menschen reagieren, wenn sie jetzt in solche transnationalen Synchronwelten übertreten. Das ist ja doch, ich glaube, das ist das Stichwort, an das man sich in unserem heutigen Zusammenhang gewöhnen muss. Wir leben in einer Synchronwelt, wo alle mit allen ungefähr in gleicher Zeit kommunizieren können. Das heißt, ist das Fluch oder Segen? Ich meine, es ist ja auf eine Art ein bisschen schizophren. Auf der einen Seite beschreiben Sie das als Bedrohung, offensichtlich so bedrohlich, dass es aus der heraus auch eine gewisse, einen Widerstand entwickelt, der sich möglicherweise auch
revolutionär, wenn man diesen Begriff wieder nennen oder benutzen will, äußert. Auf der anderen Seite ist es doch ein Faktum des Wohlstandes. Also wir profitieren ja davon. Es hat ja sein Gutes, nicht? Also die 1,5 Millionen Straßentoten müsste man in Relation setzen mit den zig Millionen Toten, die es vor 100 Jahren aufgrund, ich weiß auch nicht, nicht behandelbarer Krankheiten gegeben hat. Oder fehlender Kommunikationsmittel. Das ist richtig. Also warum denn, warum wirkt das plötzlich oder soll das plötzlich so negativ wirken, dass sich die Leute so verunsichert fühlen? Die Verunsicherung kommt nicht von den schon eingeführten Techniken her. Nicht? Wir haben all die neuen Mitbewohner unserer Lebenswelt, diese technischen Mitbewohner inzwischen naturalisiert, könnte man geradezu sagen. Ja. Die sind inzwischen da. Die unheimlichen Neulinge sind die eigentlich erst in den letzten 20, 30 Jahren erfunden worden sind und von denen wir nicht wissen, wie sie die Gesellschaft verändern. Und die betreffen mehr die Softpower-Komponenten des modernen Daseins. Aber da wir wissen, dass das Verhältnis zwischen Basis und Überbau, um diese marxistischen Begriffe zu benutzen, nicht so eindeutig ist. Und wir gar nicht wissen, ob die Wirtschaft wirklich so basal ist, ob nicht noch tiefere Strukturen, wie zum Beispiel Verwandtschaftsstrukturen, juristische Verhältnisse zwischen den Menschen, unausrottbare Glaubensüberzeugungen und solche Dinge eventuell noch basaler sind als die sogenannte ökonomische Basis. Da wir das einfach nicht so genau wissen, sind wir dieser enormen Ambivalenz auch in ihrer ganzen Breite ausgeliefert. Sie haben das gesagt. Natürlich würde kein Mensch die Gewinne an Mobilität, die das moderne Leben auszeichnet, preisgeben wollen, auch wenn man die Kosten kennt. Man hat sich an diese Kosten gewöhnt. Aber gleichzeitig wächst in anderen Bereichen ja selbst für kleinste Benachteiligungen ein sehr nervöses und intolerantes Bewusstsein heran. Das heißt also, man will keine Zusatzstoffe im Joghurt haben, nicht wahr? Man toleriert eine Million Verkehrstote pro Jahr, aber keine Emulgatoren im Brotteig. Ah, ja. Also sehen, die Verrücktheit oder die Disproportionalität in unseren eigenen Lebenseinstellungen geht durch alle Bereiche hindurch. Und wer daraus ein System machen wollte, würde wahrscheinlich einen verrückten Roman schreiben müssen. Wenn wir unsere aktuelle Gesellschaft, ich rede jetzt mal von Westeuropa, wenn wir diese anschauen, dann ist ja eine Frage, die sehr viele Leute bewegt, ist, unsere Gesellschaft verliert an innerem Zusammenhalt. Solidarität, ein Wert, der relativ hoch gehalten wurde, erodiert zunehmend. Sieht der Philosoph auch diese der Philosoph auch diese Entwicklung? Wird sie brüchiger, unsere Gesellschaft, der Zusammenhalt? Da habe ich, um meine Karten auf den Tisch zu legen, etwas andere Wahrnehmung. Also ich sehe die Wahrnehmungen oder die Bilder, die von allen gesehen werden, auch, dass bestimmte Familienstrukturen nicht mehr sich so wiederholen lassen, wie sie in früheren Zeiten bestanden haben. Ich sehe aber gleichzeitig eine sehr interessante Freundschaftskultur, gerade unter den jungen Leuten, auftauchen, die sozusagen neue Freundschaftskünste sogar hervorbringen. Denn was wäre meine Tochter ohne ihr Handy? Nicht? Was wäre überhaupt der heutige Mensch ohne sein Adressbuch? Ja, das heißt, da ist ein Teil seines besseren Selbst drin. Denn wenn wir uns auf der einen Seite desolidarisieren und so eine fragmentierte Wirklichkeit bewohnen, aber in unseren Adressbüchern, in unseren Telefonverzeichnissen
bauen wir immer und bauen täglich weiter an der Herstellung sozusagen eines neuen informellen ethnischen Gefüges, das es so zuvor noch nie gegeben hat. Und das jenseits der Verwandtschaft, aber im Fluidum der Sympathie, der Freundschaft, des Miteinander zu tun Habens, ein ganz anderes Sozialmodell hervorruft. Ja. Der Berliner Kulturphilosoph Thomas Macho hatte mal darauf hingewiesen, dass in älterer Zeit, als das Verwandtschaftsbewusstsein von Menschen noch anders beschaffen war als heute, da gab es so etwas, was er die putative Verwandtschaftslogik nennt. Und die funktioniert so, dass wenn man jemanden mag, dann schließt man sozusagen durch eine Art von Sympathieschluss darauf, dass man mit dem verwandt sei. Nicht notwendigerweise genetisch, aber es gibt ja noch mehrere Verwandtschaftsebenen, nicht? Und in dieser putativen Verwandtschaftslogik sind wir heute merkwürdigerweise im Begriffe wieder anzukommen. Also die genetischen und die familiären Strukturen, also die herkömmliche Genealogie, löst sich vor unseren Augen weitgehend auf. Also es gibt zwar noch in den letzten 10, 20 Jahren Tendenzen, die dafür sprechen, dass manche Menschen es mit der klassischen bürgerlichen Familie wieder versuchen wollen. Ich selber gehöre auch dazu und bin eigentlich ein glücklicher Zeuge des relativen Gelingens einer solchen Form. Aber die Globaltendenz geht eigentlich in eine andere Richtung, wird aber auch kompensiert. Wird kompensiert durch sehr viele Dinge. Lassen Sie uns doch hier vielleicht mal einen Sprung machen. Welche Rolle haben denn in diesem Veränderungsprozess und in diesem gesellschaftlichen System noch die sogenannten Eliten? Braucht es die eigentlich noch? Weil ein Teil dieser kommunikativen Revolution ist ja letztlich die Demokratisierung, nicht? Sie haben es ganz zu Beginn gesagt, die Bibel ist plötzlich überall verfügbar, nicht? Der einfache Arbeiter kann die Bibel lesen, beziehungsweise der einfache Arbeiter kann heute im weltweiten Netz sich verbinden mit Interessen, die ihm vorhin vielleicht versperrt gewesen sind. Also dieses Herrschaftswissen oder dieses Elitäre drüberstehen und durch das auch Macht ausüben, das verliert offensichtlich auch an Bedeutung. Ja. Wobei übrigens der einfache Arbeiter, wenn er das tut, was Sie eben sagen, aufhört, ein einfacher Arbeiter zu sein, sondern er wird ein Weltbürger mit geringem Einkommen, es sei denn, er arbeitet bei einer Firma wie Volkswagen und andere, wo man als Arbeiter bereits Mitglied der Mittelschicht wird. Also das sind andere Entlohnungsverhältnisse als im 19. Jahrhundert, wo man den Begriff Arbeiter noch auch in der Regel als Hinweis auf Hungerlöhne oder sehr knappe materielle Verhältnisse interpretieren musste. Aber Ihre Frage nach der Elite ist, glaube ich, sehr doppelsinnig, denn die Demokratisierung schreitet nicht nur als Egalisierung fort, sondern sie erzeugt natürlich auch neue Schichtungen. Also die Ordnung des Nebeneinander ist sicher für die Lebensgefühle der meisten Menschen in der Gegenwart die wichtigere Orientierung. Auch für das moralische Gefühl bewegt sich heute eher in Horizontalbeziehungen. Aber funktional entwickelt sich die Gesellschaft auch im hierarchischen Sinne auseinander. Denn nicht alle können alles können. Ja, aber es entstehen jetzt eben Funktionseliten. Nicht? Also wir hatten früher eher Statuseliten. Dafür war die blaublütige Geburt das beste Zugangsmittel. Das wurde schon im 17., 18. Jahrhundert in Europa durch einen Beamtenadel teils unterwandert, teils ergänzt. Dann standen erste Funktionseliten oder erste Leistungseliten, falls man so freundlich sein will, den Beamten
den Leistungsgedanken zu unterstellen. Und dann haben sich neue Exzellenzebenen ausgebildet. Nicht? Das kam im 19. Jahrhundert kam eben der Künstler, der aus dem Nichts kommt und trotzdem an die Spitze der Gesellschaft katapultiert wird. Eigentlich so als ein Kunstkönig neben den übrig gebliebenen Fürsten residierte. Dann heute tauchen Fußballspieler auf und führen ein Königsleben. Trainer, Berater, Chefredakteure, alles Mögliche. Ich hätte jetzt gefragt, Philosophen. Ja, also ich glaube, die Philosophen haben es mit ihrer sind in der Regel eigentlich dem neuen Proletariat oder dem neuen Prekariat näher als den Königspositionen. Aber die moderne Gesellschaft zeichnet sich ja gerade dadurch aus, es macht einen Teil ihrer enormen Attraktivität aus, dass sie die Anzahl der Spitzenpositionen so sehr vergrößert hat. Ja. Nicht? Das hat man schon unter Louis Philippe im 19. Jahrhundert in Frankreich gesehen. Da konnten plötzlich alle möglichen Menschen reich werden. Das war ein großer Attraktor. Und der König hat sie daran nicht behindert. Er hat im Gegenteil gesagt, enrichissez-vous, bereichert euch. Dafür sind wir zusammen, dafür sind wir da, damit Einzelne unter uns die Gelegenheit wahrnehmen, aus ihrem Leben so ein Reichtumsspiel zu machen. Und wir haben heute, glaube ich, mehr sozusagen informelle Aristokratien oder informelle Spitzenpositionen, um es vorsichtiger auszudrücken, als das alte Europa in der Zeit der Aristokratie. Weil den klassisch Reichen geht es momentan ja eher an den Kragen. Nicht? Also wenn man sich die jüngsten Ereignisse anschaut, hat man nicht das Gefühl, dass es eigentlich sehr attraktiv ist, in der heutigen Zeit reich zu sein bzw. zu seinem Reichtum stehen zu müssen. Die Reichen der Moderne haben leider nur in Ausnahmefällen begriffen, dass das Reichsein in unserer Zeit eine neue Rechtfertigung verlangt. Ja. Nämlich? Dass man nämlich anknüpfen muss an der Form, die schon in der Antike existiert hat, nämlich dass Reichsein für die Mitmenschen nur erträglich wird, wenn der Reiche durch Großzügigkeit unter Beweis stellt, dass er es verdient hat, ein großer Mann zu sein. Man nannte das eben in der Antike teilweise die Liturgien oder Leiturgien, wovon auch das ist ein Begriff, der heute noch in der Kirche verwendet wird, um sozusagen die Zeremonien der Messe zu beschreiben. Aber die zivilen Zeremonien bestanden darin, dass die reichen Leute die Armenfürsorge und die Armenunterhaltung zu finanzieren hatten. Das hat Sie ja dann eigentlich einmal zur These geführt, dass Sie sagten, eigentlich müsste man die Zwangssteuern abschaffen, weil die Reichen müssten von sich auch geben. Und Sie haben da plädiert auch für eine Gesellschaft der stolzen Geber. Das war eine bizarre Diskussion, weil, weil das Wort abschaffen in eine falsche Richtung gelesen worden ist. Ich habe nicht gesagt, dass man die Steuern abschaffen muss, sondern man muss sie als das interpretieren, was sie de facto eigentlich immer schon sind, nämlich tatsächlich Gaben seitens des Bürgers an das Gemeinwesen und nicht Schulden des Bürgers beim Gemeinwesen. Hätte man das, da ist seit 100 Jahren mindestens auf einer psychologischen, sozialpsychologischen Ebene die Kommunikation zwischen dem Staat und der Gesellschaft schiefgegangen. Der Staat hat den Bürger immer zum Schuldner gemacht. Und sehr viele Menschen, die ihr eigenes Vermögen erarbeitet haben, sehen bis heute nicht ein, warum sie als Schuldner betrachtet werden sollen. Würden sie lieber zahlen, wenn man sie als Gebende betrachten würde? Ja, ich bin überzeugt davon, dass das so wäre. Und es würde auf jeden Fall viele Phänomene aufklären, die heute mit diesen dubiosen Erscheinungen der Geldwäsche, der Schwarzkonten, der Steueroasen, das ist ein hochaktuelles Thema, zusammenhängen. Denn das alles zeigt, dass die Menschen bis heute immer noch nicht begriffen haben, was sie mit ihrem überschüssigen Geld tun sollen. Sie wissen nur eines, dem Staat geben wir es nicht, weil er uns nicht
respektiert. Ja, und ich denke, ein respektvoller Staat würde gegenüber denen, die die Steuerleistung erbringen müssen, in einer überzeugenden Position sich befinden, als es heute der Fall ist. Aber es ist ein weites Feld und ein kontroverses. Aber es gehört zu all dem, was wir bisher auch gesprochen haben, weil die Verunsicherung nicht immer weiter um sich greift. Und die Politiker haben bis heute kaum neue Einfälle im Hinblick auf zum Beispiel auf die öffentlichen Finanzen als das ewige Universalmittel erzwungener Steuererhöhung. Und merken aber nicht, dass die Unruhe in den Gemütern der Menschen, auch der Wohlhabenden, inzwischen so groß ist, dass sie sehr wohl von sich her eine Bewegung unterstützen würden, die zu überzeugenden Problemlösungen führt, wenn sie nur seriös gehandhabt werden und nicht im Modus des Vorwurfs an die Leistungsträger übermittelt werden. Das ist das, was man heute in Frankreich beobachtet. Und wir sind ja heute Zeugen eines sozusagen sozialpsychologischen Kollapses der Regierung Hollande, weil sie auf allen Ebenen alle überhaupt nur begehbaren Fehler addiert hat. Lassen Sie uns hier noch ein bisschen verweilen, die Zeit rennt uns davon. Folgen. Was heißt denn das jetzt konkret? Wir sprechen jetzt immer schon sehr eurozentristisch über den Zustand eigentlich des westlichen Gesellschaftsmodells. Möglicherweise sähe das in China ja ein bisschen anders aus, auch diese Krisenhaftigkeit. Aber wir können uns ja vielleicht auf dieses Europa konzentrieren. Was heißt das denn für die europäische Demokratie längerfristig? Wird sie dysfunktional? Wir haben noch keine europäische Demokratie. Für die französische, für die deutsche, für die Schweizer. Ja, also wir haben europäische Demokratien, also in den alten nationalstaatlichen Formaten. Wir haben noch keine ausreichend legitimierte Überbaustruktur. Das Brüsseler Konstrukt ist zwar vorhanden, es hat Wirkungen, aber seine Basis in den Legitimitätsgefühlen der Menschen ist noch nicht gegeben oder möglicherweise auch in Zukunft nicht gegeben. Pessimisten könnten sagen, man hat Europa durch die Schaffung der Union und mehr noch durch die Schaffung des Euro die Form aufgeprägt, in der es explodieren kann. Solange es nur ein lockeres Aggregat war, konnte man ein bisschen ausweichen, auseinanderdriften und sich aus dem Weg gehen. Heute ist ein Zustand gegeben, wir sind alle in einer metallenen Tonne, in der der Druck steigt. Und das ist ein unheimliches Bild. Aber es hat leider eine hohe beschreibende Realität. Und wie schätzen Sie, der Begriff des sogenannten Wutbürgers macht ja momentan wieder Schule, nicht? Stuttgart 21 in Deutschland, lustigerweise gibt es gegen den Berliner oder für den Berliner Flughafen keine Proteste, das nimmt man offensichtlich in Berlin einfach hin. Ist das eine neue Form der Artikulation des Bürgers, dass er sich auflehnt gegen jetzt in Deutschland den Parlamentarismus, dass er sagt, ich akzeptiere das nicht mehr, was ihr da auskundelt, ich will direkt im Prinzip mitreden können. Ich habe die Proteste in Stuttgart immer sehr aufmerksam verfolgt, weil ja von Karlsruhe aus Stuttgart sozusagen als Schwesterstadt oder die Hauptstadt des Landes, durch welches Baden annektiert worden ist am Ende des Zweiten Weltkrieges, ein Ort ist, auf den unsere Blicke sich sowieso richten. Der Vorgang war hochbezeichnend und bedeutsam, weil es so etwas wie die Möglichkeit andeutet, dass zur Überraschung der Politiker der Bürger wieder auf die Bühne tritt. Denn wir haben seit langer Zeit eine Art von Politik, in der der Bürger eigentlich nur alle paar Jahre, wenn er nämlich die Mehrheit der regierenden Partei bestätigen soll, willkommen ist. Ansonsten ist der stille Bürger, der unsichtbare Bürger, der Gute. Also der,
der Bürger, der wieder sichtbar wird, ist eigentlich eine Überraschung im System. Das war per se in meinen Augen ein großer Vorteil. Ich selber habe den Begriff Wutbürger immer heftig abgelehnt, weil er diffamierend geprägt worden ist. Ja, das war ein Redakteur des Spiegels, hat damit sozusagen den sprachpolitischen Coup des Jahres, ich weiß nicht, war es 2011 oder so, gelandet. Und ich halte das für eine Abscheulichkeit. Denn Journalisten sind nicht dazu da, Bürger, die auf die Straße gehen oder ihre Interessen artikulieren, zu denunzieren. Ich würde sagen, die Empörungen, die da sichtbar werden, die gehören aber zur Politik selber, denn das ist der Rohstoff, aus dem die Politik gemacht ist. Nicht? Europa ist aus. Die Römische Republik ist durch eine Empörungswelle entstanden im Anschluss an diese berüchtigte Affäre der Lucretia, die von einem Tarquinier-Sohn vergewaltigt worden war. Ja, die Republik Rom, die hat die Königsherrschaft abgeschüttelt aus Empörung. Ja. Mit anderen Worten, Empörung ist der Stoff, aus dem die Republiken sind. Und das darf man nicht lächerlich machen, sondern im Gegenteil, man muss das wachhalten. Wir brauchen empörungsbereite Menschen, die nicht willens sind, chronisch geschehendes Unrecht oder Nonsens, der als Politik auftritt, hinzunehmen. Ja? Wir bräuchten nur einen Alternativbegriff. Würden wir das Wort Zorn verwenden, hätte sich die ganze Sache wieder in eine akzeptable Richtung verschoben. Denn der Zornbürger ist eine Erscheinung, ohne die es die Demokratie nicht gibt. Also wenn nicht genug Menschen da sind, die bereit sind, einen heiligen Zorn zu empfinden über evidentes Unrecht, dann geht alles. Es gibt noch einen anderen Begriff, das Souverän. Der Souverän, wie er in der Schweiz gelebt wird. Nicht? Also die direkte Beteiligung des Bürgers an diesem politischen Entscheidungsprozess. Und der Souverän hat ein Gefühlsleben. Und unter diesen Gefühlen sind noble Gefühle, wie zum Beispiel der heilige Zorn über Unfug, den man mit ansehen muss, und Unrecht, das man nicht dulden kann. Und als Zornbürger ist der Souverän in meinen Augen dringender denn je willkommen zu heißen. Ja? Nur die Denunziation als Wutbürger ist schädlich, weil da steckt ja der Gedanke dahinter, das sind ja alles nur sozusagen wohlstandsverwahrloste Senioren, die sich nicht dazu überwinden können, ein Zugeständnis an das Gemeinwohl zu machen, wie es etwa in Form einer solchen 15 Jahre lang bestehenden Großbaustelle geleistet werden müsste. Nicht? Aber das ist eine Unterstellung. Nicht? Und ich denke, darunter gibt es sehr viel. Es gab unter den Protestierenden sehr viele ernsthafte Menschen, die den Sinn eines Großprojekts wie dieses aus guten Gründen infrage gestellt haben. Und die Entwicklung gibt ihnen ja ganz offenkundig recht. Herr Professor Sotterdijk, die berühmte letzte Frage, die letzte Minute, die wir noch haben. Sie kennen das aus eigenen Sendungen, die Sie gemacht haben. Auf unserer saßen auch mal als Moderator, haben Sie Sendungen geleitet. Sie haben sich einmal bezeichnet als Zeitgenostiker, dessen Beruf ist, in den Eingeweiden des Zeitgeistes zu lesen. Wenn Sie jetzt einen Blick in die Zukunft tun, sind Sie was lesen Sie in den Eingeweiden? Sind Sie pessimistisch für unsere Gesellschaft oder eher optimistisch, in wenigen Worten? Also ich frage mich da was sehr Kompliziertes, denn ich bin eigentlich von der psychischen Struktur her eher ein Melancholiker und Pessimist, bin aber sozusagen als rationaler Mensch und als Familienvater und als öffentlicher Intellektueller sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg ein Optimist geworden. Möchte mal so sagen. Und in der zweiten Eigenschaft blicke ich auch auf die nächsten Jahre mit einer gewissen Zuversicht. Dann lassen wir es mit diesem Optimismus ausklingen. Herr Professor Sloterdijk, wir danken Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch. Und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ-Stammpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Diese Sendung können Sie wie immer auch im Internet sehen, und zwar auf www.nzz.ch. Es würde uns freuen, Sie wären auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann sagen wir auf Wiedersehen.
Thank you.